Das Café der Malbart hatte in Bad Vöslau viele Jahrzehnte lang Tradition als Ort der Begegnung für die Bevölkerung, aber auch für die vielen Kurgäste aus aller Welt. Das Café der Malbart, die denkmalgeschützte sogenannte Pereira-Arnstein-Villa, wurde um 1830 von Josef Kornhäusl errichtet. Die Biedermeier-Villa war bis 1859 im Besitz der sehr reichen Henriette Freien von Pereira-Arnstein, die zur Familie des Grafen Fries gehörte. Das Café der Malbart ist ein architektonisches Schmuckstück im Herzen der Kurstadt und in unmittelbarer Umgebung vom historischen Thermalbad. Die große Terrasse wurde übrigens erst vor 1939 errichtet. Das Areal liegt seit vielen Jahren brach, die Innenräume sind desolat. Nach dem Rückkauf der Villa durch die Stadtgemeinde soll es nun aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Es war ein langer Weg, ja, wenn wir uns das so anschauen. Die Familie Gall hat wirklich viele Jahrzehnte gearbeitet, sehr mühevoll diesen Betrieb geführt, über mehrere Generationen. Und dann kam schließlich doch alles anders, als sich die Stadt und wahrscheinlich auch die Familie erwartet hat. Wir mussten als Gemeinde die Notbremse ziehen. Es war notwendig, hier einen Schritt zu setzen, sonst würde es hier eine Wohnbebauung geben. Es ist schwierig, dieses Ensemble zu erhalten, zu gestalten. Es hat ja schon, es war eine meiner ersten Taten als Bürgermeister, hier eine Bausperre gegeben, vor rund 15 Jahren, um hier was zu verhindern, was uns allen nicht gefällt in Bad Vöslau. Und jetzt war es noch einmal notwendig. Und wir haben uns hier eingesetzt und es freut mich, dass alle gemeinsam, alle Parteien, alle Fraktionen gemeinsam hier zugestimmt haben, dass wir das Grundstück ankaufen. Somit konnten wir selbst wieder die Fäden zusammenführen. Wir haben versucht, natürlich Partner zu finden. Und ich sehe es als Aufgabe des Bürgermeisters, dass er vorangeht. Und jetzt habe ich mir natürlich an die stärksten Partner, die wir in unserer Stadt haben, gewandt. Ich habe versucht, auch mit vielen anderen zu sprechen. Gerade im Gastronomiebereich waren viele Ideen, gute Ideen, aber es hat dann natürlich beim Rundgang im Gebäude schon einmal angefangen zu bröckeln, wenn ich das so sagen darf. Es ist einiges zu tun. Das Haus ist in einem schlechten Zustand, es ist denkmalgeschützt, man muss da wirklich was hineinstecken. Und schlussendlich ist es mir dann gelungen, mit Sigi Menz, mit Alfred Hudler, den Verantwortlichen bei der Otterkringer, bei der Vöslauer, eine Lösung zu finden, die für uns in Bad Vöslau, glaube ich, eine ganz zukunftsträchtige und auch traditionelle ist. Die Lösung sieht so aus, dass die Vöslauer Heilquelle ihren Firmensitz mit dem Vorstand, also Alfred Hudler, alle anderen, die hier maßgeblich beteiligt sind, in das Café der Mal verlegen werden. Das Grundstück wird geteilt, jene Teile, die für die Stadt von ganz wichtiger Bedeutung sind, die erhalten und schützenswert sind. Das ist dieser Vorplatz, dieser Halbkreis rund um das Thermalbad mit dem Stefanie, dem Thermalbad und natürlich auch dem Teich, bleiben bei der Stadtgemeinde. Das Gebäude mit den Grundstücksteilen wird an die Vöslauer Heilquelle verkauft. Das heißt, wir bekommen einen Teil unseres Geldes wieder zurück. Die Vöslauer Heilquelle renoviert die Villa Pereira, eine Villa, die für unser Stadtbild ganz wesentlich ist und wird ein wenig in den Hang erweitern. Diese Erweiterung in den Hang bedeutet aber, dass es untergeordnet zur Villa Pereira passieren muss und es wird auf der Ebene der Kreuzgasse sein. Das heißt, das Dach des Zubaus wird nicht höher als die Kreuzgasse sein und auch der Vorbau oder der seitliche Abstand wird auf Höhe der Villa Pereira sein. Das heißt, das Café der Malbart bleibt erhalten in seiner ursprünglichen Form und Vöslauer macht hier das Headquarter, den Hauptsitz einer weltweiten bekannten Marke.
Und natürlich ging es auch den Vöslauern darum, einen öffentlichen Zugang zu einem Art Kaffeehausbetrieb zu haben. Und auch das konnten wir oder konnte ich mit der Vöslauer aushandeln. Es wird ein Kaffeehaus, ein Bistro geben, das sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das heißt, wir sind bereits jetzt an den Vertragsfeinheiten. Der Vertrag wurde schon grob formuliert, es ist alles auf Schiene. Es geht jetzt darum, natürlich die genauen Quadratmeter rauszumessen, wo die Teilung dann basiert, weil es soll ja natürlich jeder sein Recht und seine Grundstücke haben. Übrigens wird um den gleichen Preis gekauft, wie wir damals gekauft haben. Das heißt, wir rechnen die Quadratmeter aus und als Partner, das was rauskommt, wird wieder weiterverrechnet. Also ich finde die Entscheidung exzellent, die hier getroffen worden ist. Kann mich den vollinhaltlich deswegen auch anschließen, weil ich als zuständiger Stadtrat für Liegenschaften immer eine Präferenz hatte, die historischen Gebäude möglichst zu erhalten. Für die Villa Pereira, die uns hier am Herzen liegt, ist das eine ganz hervorragende Lösung, dass hier der Verwaltungssitz der Vöslauer Mineral AG untergebracht wird, weil das ja auch für Bad Vöslau eine Reputation ist. Naja, der Teil, den die Gemeinde behält, für den ist garantiert, dass es zurückgewidmet wird in Park Grünland. Es steht ja auch zum Teil unter Naturdenkmalschutz, zum Beispiel erinnere an die Platane oder an den Deich. Und das Areal rundherum ist damit geschützt, auch hinauf bis zu der Eiche, die umstrittenen Eiche. Das Areal soll geöffnet werden, sodass man auch spazieren gehen kann und durchgehen kann. Ist mir persönlich, aber auch der Freiheitlichen Partei, wäre es am liebsten, wenn hier kein Zubau käme, sondern die Villa als solche denkmalgeschützt erhalten bleibt. Nun wissen wir ganz genau, dass also ein Betrieb auch Nebenräume braucht, sind auch sehr einverstanden, dass man die vorhandenen Nebenräume wieder ausbaut und nützt, und der Zubau muss mit dem Denkmalamt abgestimmt werden. Wenn das Denkmalamt hier okay gibt, dann ist das für uns in Ordnung. Ja, nach 2 Jahren hin und her, was wir machen und Überlegungen, auch in einer Arbeitsgruppe, wo ich dabei sein habe dürfen, glaube ich auch, dass für Vöslau die beste und die richtigste Entscheidung ist, was wir da jetzt getroffen haben. Na, ich erwarte mir, dass die Vöslauer da das sehr renoviert und erhaltet und einen Leitbetrieb daraus macht und sie präsentiert dort. Weil Vöslauer gehört zu Vöslau, auch der Mineralwasser wird bekannt. Wäre schade, wenn wir das nicht so gekriegt hätten. Ein Teil gehört der Gemeinde, der Park, wo wir sie jetzt befinden, samt dem Deich, bis fast zur Platane zu. Die Platane gehört zwar noch in der Vöslauer, aber wird in der Pflege von der Gemeinde bleiben. Ja, was ich von den Plänen der Vöslauer weiß, wird es ein öffentliches Kaffeehaus geben. Und ich stelle mir vor, ich hoffe, dass auch die Präsentation und die Geschichte des Wassers da anschaulich präsentieren werden. Von der Entstehung, von der Ursprungsquelle, den Anfangen, wie das mit Vöslauer Wasser angefangen hat, damit es vielleicht ein bisschen dokumentiert und in seiner kleinen Ausstellung innerhalb vom Café oder auch vielleicht im Garten ein bisschen präsentiert. Mit Vöslauer ist gut, dass es gelungen ist. Leider ist es bei Schlumberger nicht gelungen. Da haben wir zu viel umeinander und da gehören die Jahre sachliche Sachen gemacht und nicht jahrelang das verwässern und versanden lassen, keine klaren Entscheidungen treffen. Also grundsätzlich würden wir Grünen die Übernahme des Areals dieser denkmalgeschützten Villa Pereira samt den Nebengebäuden durch die Vöslauer Mineralwasser AG als ein durchaus mögliches Happy End für diese doch recht verkorkste Geschichte rund um diese zentrale Liegenschaft bezeichnen. Zu Recht wird durchaus von einer Win-Win-Situation gesprochen. Es wird erstens verhindert, dass sich auf dieser für diese Stadt so essentiellen Liegenschaft wieder ein profitmaximierender Bauträger festsetzt, der das Stadtbild mit unsensibler Bauweise noch mehr beeinträchtigen könnte. Weiters, die Stadtgemeinde gewinnt den größten Teil des Kaufpreises für die Liegenschaft Pereira zurück. Und schließlich bekommt Bad Vöslaus Leitbetrieb, die Vöslauer Mineralwasser AG, eine wirklich attraktive Firmenzentrale.
Ob es allerdings wirklich zum angesprochenen Happy End kommen wird, hängt davon ab, ob das Projekt auch tatsächlich so realisiert wird, wie es uns präsentiert wurde. Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir dieses Objekt da unbedingt kaufen müssen, damit wir einen Einfluss haben, was damit in nächster Zeit geschieht. Meines Wissens hat dieses Areal ja auch zu der Herrschaft Füßlau gehört, beziehungsweise den Verwandten der Familie Fries, und die Füßlauer Herrschaft Fries und Wein ist ja untrennbar miteinander verbunden. Pereira Arnstein sind ja Verwandte von den Fries gewesen und die haben einen Teil ihres Reichtums auch natürlich mit Wein gemacht, und dass sie nicht ganz arm waren, sieht man ja an den schönen Gebäuden, die sie errichtet haben. Es ist für mich eine große Freude, dass der Großteil der Grünflächen bei der Stadt bleibt und öffentlich gemacht wird, und da wäre es ja auch ganz schön, wenn man in diesem öffentlichen Bereich vielleicht auch eine Gradierungsanlage errichten könnte. Denn das Füßlauer Wasser ist ja sicher nicht nur gut zum Schwimmen und zum Trinken. Es wäre auch, wenn es zum Beispiel über Schwarzföhren reisig, das ja auch besonders viele ätherische Öle hat, zerstäubt wird. Und diese feuchte Luft kann man dann einatmen. Das ist hervorragend für die Atemwege. Und sicher eine ganz tolle Sache. Natürlich wäre das auch schön, einmal im Sommer einen heurigen Garten da für kurze Zeit vielleicht auch nur zu errichten, um die besonders tiefe Verbindung Füßlauer Wasser und Füßlauer Wein in einen guten gespritzten, denn es gibt kein besseres Wasser für einen gespritzten zu machen als Füßlauer Wasser, hier vor Ort, wo das Wasser entspringt, auch zu genießen. Das wäre natürlich eine gute Idee, woran alle Winzer teilnehmen können und sollen.